Hallo und herzlich willkommen bei Safety. In dem heutigen Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie eine Komponente in Safety anlegen und was hinter einer Komponente steckt. Eine Komponente stellt eine Baugruppe Ihrer Gesamtmaschine dar und dient dazu, Ihre Maschine in logische oder physikalische Gruppen zu unterteilen, um dadurch die Struktur Ihrer Maschine abzubilden. Jede Komponente kann wieder eine oder mehrere Gefahrenstellen enthalten. Zur Erstellung einer Komponente wählen Sie im Reiter Komponente den Button Komponenten anlegen aus. Und dann öffnet sich die Komponententypenoberfläche, in der Sie den Komponententypen auswählen. Anschließend gelangen Sie in die Komponentendetailoberfläche, in der Sie Komponentendetails wie Name, Funktionsbeschreibung oder Bemerkung eintragen können. Außerdem können Sie Abbildungen oder Dokumente an Ihrer Komponente anhängen. Dazu wählen Sie bei den Abbildungen das Dreipunktmenü und im Feld Weitere Dokumente den Plus-Button aus. Wie Sie eine Abbildung oder ein Dokument anhängen, erkläre ich Ihnen im Tutorial, wie hänge ich eine Abbildung oder ein Dokument an. Mit Speichern und Schließen erstellen Sie dann entsprechend Ihre Komponente. Sollten Sie nach der Aufgliederung Ihres Produkts in die verschiedenen Komponenten immer noch eine Vielzahl an Einzelteilen pro Komponente haben, ermöglicht Ihnen der Reiter Unterkomponenten die Option, Ihre Produktstruktur weiter zu unterteilen. Der nächste Schritt ist, die Gefahrenstellen, die an dieser Komponente auftreten können, hinzuzufügen. Dies wird Ihnen im Tutorial „Wie erstelle ich eine Gefahrenstelle?“ erklärt.